du musst keine Angst haben, Pony. Es ist nur eine wackelige Brücke. Ich glaube, die sieht nur so gefährlich aus. Jetzt komm, ich gehe voran. Pony! Fast! Noch ein Schritt! Siehst du, es war ganz leicht! Jetzt bist du dran, Annabelle! Ich komme! Weißt du was? Ich kehre auch um. Was? Aber wolltest du nicht eine Drachenschuppe und damit deine Ausdauer beweisen? Ich bin klug genug, um mich nicht von einer Klippe zu stürzen. Außerdem habe ich meine Ausdauermünze schon. Vielen Dank. Hör mal, Tannenzäpfchen. Diese Aufgabe ist nicht schwer, sie ist schwachsinnig. Und da du 2 Jahre älter bist als ich, solltest du auch lieber sofort umkehren. Also dann, pass auf dich auf. Das heißt mehr Schuppen für uns, mein Freund. Noch ein Stück. Endlich. Fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Drachen gehen und unsere Schuppe holen. Ich höre schon, wie uns alle zujubeln werden. Toll, Tani. Super, Pony. Ihr habt geschafft. Wow. Das war schon ziemlich laut, oder, Kumpel? Okay, dann gehen wir mal. Der perfekte Test, uns zu beweisen. Hä? Pony, willst du nicht rein? Aber ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Wir sind schon so weit gekommen und ich gehe auf keinen Fall ohne die Schuppe zurück. Okay, du wartest hier. Ich werde genug Ruhm für uns beide mitbringen. Ist ja noch viel größer, als ich dachte. Da musst du jetzt durch, Tannenzäpfchen. Was mache ich jetzt bloß? Eine Schuppe zu haben, nur um anzugeben, macht wenig Sinn, wenn ich hier nicht wieder rauskomme. Schön ruhig bleiben. Du willst doch keinen Ärger mit einer der Besten. Es tut mir so leid, ich hätte nicht kommen sollen. Tut mir leid. Zurückgehen. Ihr geht's doch gut, oder? Tannenzäpfchen, ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, dass wir gegangen sind. Nein, das ist okay. Ihr hattet ja recht. Hast du, deine Drachenschuppe bekommen? Der Drache war einfach riesig und unheimlich, da bin ich.